Wir machen heute eine Soli-Demo für Griechenland. Motto: Hand in Hand mit Griechenland wird Widerstand zum Flächenbrand. Viele Proteste, ne? Die lassen sich das nicht so ordnen. Oh!
Griechenland wird Widerstand zum Flächenbrand. Griechenland, Europa weiter Widerstand. In Hand mit Griechenland, Europa weiter Widerstand. Brecht die Macht für Banken und Kartelle. Revolution! Hand in Hand mit Griechenland, Europa weiter Widerstand. Der Migis Theodorakis ist ein weltbekannter griechischer Komponist, Schriftsteller und Politiker und ruft zum Widerstand auf. Diese Krisen- und Schuldenpolitik ist für ihn das Todesurteil für sein Vaterland. Seinem Aufruf schließen sich immer größere Teile der kulturellen, geistigen und politischen Kreise der griechischen Gesellschaft an. Mit solidarischen Grüßen. Hier ist sein Aufruf an die empörten Bürger Griechenland und Europa. Wir begrüßen die Zehntausenden, sogar Hunderttausenden von Bürgern, vor allem junge Menschen, die sich auf den Plätzen aller großen Städte versammelt haben, um ihre Empörung Ausdruck zu verleihen, im Gedenken an den Memorandum der Schande und aller politischen Mitarbeiter zu fordern, die dem öffentlichen Wohl dienen sollten und denen es gelungen ist,
Griechenland zu zerstören, zu plündern und zu versklaven. Anstatt ins Parlament gehören diese Leute alle ins Gefängnis. Griechenland ist aktuell keine Demokratie, sondern eine Technokratie, und das ist nicht der Wille des Volkes. Wir begrüßen die ersten Generalversammlungen, die in den Zentren unserer Städte stattfinden und die direkte Demokratie, die die neuartige Bewegung der Jugend zu entdecken sucht. Wir begrüßen die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, welche Demonstrationen, Streiks und Besetzungen begonnen haben, um einen Staat zu verteidigen, der statt einer Auflösung im Rahmen des IWF eine Verbesserung und eine radikale Reform verzweifelt benötigt. Durch ihre Proteste verteidigen die Arbeiter der Hellenic Postbank, der Nationalen Elektrizitätsregie und der Gesellschaft der öffentlichen Lotterie und Sportwetten das Erbe des griechischen Volkes, das die ausländischen Banken mittels ihrer Marionettenregierung in Athen zu plündern gedenken. Liebe! Empört euch! Sobi! Perdia! Eleftheria! Somi, παιδεία, ελευθερία! Somi, παιδεία, ελευθερία! Somi, παιδεία, ελευθερία! Somi, παιδεία, ελευθερία! Diese Erfahrung ist nicht mehr die geringste Illusion gestattet. Der Weg, den die Regierung eingeschlagen hat und auch weiterhin einschlägt, unter der Aufsicht von Banken und ausländischen Unternehmen von Goldman Sachs, hui! Und seinen Mitarbeitern in Europa führt Griechenland in die Katastrophe. Es ist unerlässlich, dass sie sofort aufhört. Es ist unerlässlich, dass sie das Land sofort verlassen. Tag für Tag offenbaren ihre Praktiken, wie gefährlich sie für diese sind. Es ist erstaunlich, dass der Generalstaatsanwalt noch nicht gegen den Minister für Wirtschaft und Finanzen nach dessen jüngsten Aussagen über die drohende Insolvenz und das Fehlen von Haushaltsmitteln eingegriffen hat. Warum hat er nicht gegen den Massenterrorismus eingegriffen, dem eine bankrotte Regierung unter dem Diktat der Troika wieder einmal versucht, das griechische Volk zu erpressen? Durch ihren Katastrophismus, ihre tragischen Anspielungen und alles, was sie erfinden und quatschen, um die Griechen aufzuschrecken, ist es ihnen gelungen, unser Land in der Welt zu demütigen und es tatsächlich an den Rand des Bankrotts zu bringen. Wenn ein Geschäftsmann in der gleichen Weise spreche, sieht der Premierminister und seine Minister tun, wenn sie von Griechenland reden, würde er sofort wegen Sperre und Erschlagung sich hinter Gittern wiederfinden. Occupy, sei dabei! Widerstehen Sie dem Totalitarismus der Märkte. Sie drohen, Europa zu zerschlagen und in eine Drittwelt zu verwandeln. Sie die europäischen Nationen gegeneinander aufwiegeln und unseren Kontinent zerstören. Indem sie die Rückkehr des Faschismus fördern. Just picked the wrong side of the revolution.